Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und zu den letzten Neuerscheinungen im Januar. Auch Ende Januar erscheinen noch ein paar zahlreiche Bücher, viele davon Folgebände, aber auch ein paar Reihenanfänge tatsächlich. Und es erscheinen viele Bücher, bei denen ich glaube, dass es die meisten interessieren wird, aus den verschiedensten Genres wie immer. Und dieser Teil geht vom 21. Januar bis zum 31. Januar. Es sind sehr viele Bücher, deswegen rede ich nicht lange rum, sondern wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Neuerscheinungen Januar Teil 2. Dr. Tegan Ransom hat nach einem Schicksalsschlag ihr aufregendes New Yorker Leben hinter sich gelassen. Eine interessante berufliche Herausforderung, neue Freunde, mehr Zeit für sich. Alles sieht nach einem gelungenen Neuanfang aus, bis nebenan Mr. Frost einzieht. Wie eine Naturgewalt bringt er mit seinen Küssen und dem Schmerz, der in ihm tobt, Tegans sorgsame geschaffene neue Ordnung durcheinander. Seine Anziehungskraft kann sich die schöne Ärztin kaum entziehen, aber kann sie ihm wirklich vertrauen? Seine Welt ist die der Royals, voller Skandale und Geheimnisse. Sich in ihn zu verlieben, war nie Teil ihres Plans. Auf dem königlichen Pferdegestüt der Royal Horses kreuzen sich ihre Wege. Greta will nur noch weg, weg von ihrer Schule und weg von ihren Freunden, die sie so unendlich enttäuscht haben. Da kommt ihr der Ferienjob auf dem Gestüt der Royals gerade recht. Mit Pferden hat Greta zwar nichts am Hut und mit Prinzen und Prinzessinnen noch viel weniger, aber das Schloss der Königsfamilie lässt ihr Herz trotzdem höher schlagen. Doch schon am ersten Tag gerät sie mit Edward, dem Pferdetrainer, aneinander. Er ahnt, dass sie ein Geheimnis hat und will es um jeden Preis ans Licht bringen. Als kurz darauf auch Prinz Tristan auf dem Gestüt auftaucht, wird Gretas Leben endgültig durcheinander gebracht. Zu spät merkt sie, dass sie geradewegs dabei ist, sich zu verlieben. Ausgerechnet in den Jungen, von dem sie sich eigentlich fernhalten wollte. Der Schriftsteller David Kane ist ein bekannter Skeptiker des Übernatürlichen. Deshalb lädt ihn ein Freund ein, einen Monat im unheimlichen Spukhaus von Virginia zu verbringen. David glaubt, dass so wie sonst auch nichts passieren wird. Aber dieses alte Gebäude wird tatsächlich von Gestalten aus seiner blutigen Vergangenheit heimgesucht. Und dann ist da das Mädchen Anna, die sich wegen David vor vielen Jahren das Leben nahm. Sie scheint ihm ins Haus gefolgt zu sein. Es hätte ein entspanntes Familientreffen im Bayerischen Wald werden sollen, mit Skifahrern und gemeinsamen Abendessen. Eine Leiche war nicht vorgesehen und ein Anschlag auf Fannys Enkelin Mina schon gar nicht. Mina überlebt schwer verletzt und das bringt den Täter in Zugzwang. Er muss sie ausschalten, bevor sie seine Identität verraten kann. Für Fanny und Sprudel beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf dem heiligen Berg der Franken geschieht ein bizarrer Ritualmord. Die einzigen Tatverdächtigen, Hobbydetektiv Emil Bär und Privatdetektiv Philipp Marlein, von der Polizei und dem wahren Täter gejagt, versuchen sie ihre Unschuld zu beweisen und stoßen dabei auf ein sensationelles Geheimnis um die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Die Spur führt die beiden schließlich mitten in die weltberühmte Passionsspiele in Oberammergau und in einen tödlichen Showdown auf offener Bühne. Tausende Krähen belagern die Kleinstadt Auburn, Pennsylvania. Und es werden immer mehr. Alle Einwohner empfinden dies als Bedrohung. Alle außer der 17-jährigen Layton und ihren beiden jüngeren Schwestern. Denn die größte Gefahr lebt in ihrem Zuhause. Ihr Vater, der immer wieder gewalttätig wird. Und ihre Mutter, die schweigt und ihn nicht verlässt. Und die Nachbarn, die konsequent wegschauen. Layton würde nichts lieber tun, als der Stadt den Rücken zu kehren. Aber sie kann und will ihre Schwester nicht zurücklassen. Denn eins ist klar. Irgendwann wird die Situation eskalieren. Eine unglaubliche, unerhörte Begegnung, die den Bogen spannt über 700 Jahre Weltgeschichte. Zwei Männer treffen sich in vollkommener Finsternis. Sie wollen ans Licht, unbedingt. Sie tasten sich voran, führen irrwitzige Gespräche und teilen die Erinnerungen an zwei haarsträubende unterschiedliche Leben. Die Männer, Stan Laurel und Thomas von Aquin, der begnadete Komiker, trifft auf den großen Denker des Mittelalters. Warum hier? Warum jetzt?
Warum gerade sie beide? Genau dies müssen sie herausfinden, um endlich ans Licht zu gelangen. Am schmutzigen Donnerstag, dem Auftakt der Solothurner Fasnacht, finden Anwohner am Fuße des Krummturms die Leiche einer jungen Frau in einem aufreizenden Kostüm. Es gibt eine Parallele zu früheren Morden im Rotlichtmilieu, wo die Opfer ähnlich wie in diesem Fall eine Tätowierung mit der Zahl 666 trugen, dem biblischen Zeichen für den Satan. Während Hauptmann Dornach und seine Ermittler erste Hinweise nachgehen, wird seine im Irak für die UNO tätige Tochter von Terroristen ins Visier genommen. Dornachs Welt droht in einem sich ständig schneller drehenden Reigen mit den Bösen aus den Fugen zu geraten. Die Polizeiakademie bereitet sie auf alles vor, nur nicht auf die Liebe. Charlie und Eva sind Freunde, mit gewissen Vorzügen. Für Charlie ist dieses Arrangement perfekt. Als angehender Cop investiert er jede freie Minute in sein Training. Eine Beziehung würde immer nur an zweiter Stelle stehen. Deshalb lässt er sich erst gar nicht auf etwas Ernstes ein. Eva ist daher das Beste, was ihm passieren konnte. Nur leider streicht sie plötzlich die gewissen Vorzüge, um nach dem Richtigen zu suchen. Verdammt! Irgendwie muss sie sich doch überzeugen lassen, dass sexy Nicht-Dates mit Charlie besser sind als echte Dates mit irgendwelchen langweiligen Schnöseln. Notfalls auch mit kreativen Mitteln. Niemand darf erfahren, dass Lou eine Hexe ist, denn sie will weder auf dem Scheiterhaufen enden, noch auf dem Opferaltar der mächtigen weißen Hexe, die sie sucht. Um sich im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar machen zu können, stiehlt Lou einen magischen Ring. Leider wird sie dabei ausgerechnet vom Hexenjäger Raid entdeckt. Zwar gelingt es ihr, ihre wahre Identität vor ihm zu verbergen, aber entkommen kann sie ihm nicht. Denn der Erzbischof befiehlt den beiden zu heiraten. Plötzlich findet sich Lou als Frau eines Hexenjägers wieder, dem sie zudem gegen ihren Willen immer näher kommt. Wenn der Ozean ruft. Für Moana gibt es nichts Schöneres als zu surfen, aber in ihren Träumen findet sie sich neuerdings in einer geheimnisvollen Unterwasserwelt wieder, statt auf den Wellen zu reiten. Und im echten Leben scheint auf einmal etwas zwischen ihr und ihrem besten Freund zu stehen. Auch in der Zweier-WG mit ihrer Mutter kriselt es. Was ist da los? Pubertät? Es gibt ein viel schöneres Wort dafür. Weiner, das dazwischen. Was das wirklich bedeutet, erfährt Moana allerdings erst, also den faszinierenden Keanu kennenlernt. Er ist ihr sofort seltsam vertraut und er träumt auch von der Unterwasserwelt. Die beiden gehören zusammen, wenn auch auf ganz andere Weise, als sie zunächst glauben. We don't feel like it.
Cromwell Dean ist der erfolgreichste Musiker Europas. Mit gerade einmal 19 Jahren liegt ihm die gesamte Musikwelt zu Füßen. Doch seine Songs bedeuten ihm insgeheim nichts. Er beginnt ein Kompositionsstudium an der Jefferson Young Universität, wo er Bonnie Faraday kennenlernt. Ehrgeizig und von Musik begeistert ist das Mädchen aus einfachen Verhältnissen so ganz anders als Superstar Cromwell. Er verliebt sich Hals über Kopf in sie. Doch gerade als er denkt, das Glück wieder gefunden zu haben, droht er alles zu verlieren. Er lauert Frauen in den frühen Morgenstunden auf. Er überfällt sie in ihren Wohnungen. Er tötet sie und verschwindet. Als an einem Tatort Spuren auftauchen, die auf einen alten Vermisstenfall hinweisen, übernimmt Tess Schallmarsen, Expertin für Cold Cases, die Ermittlungen. Hängt das spurlose Verschwinden der damals 19-jährigen Annika, deren Fall nie gelöst wurde, tatsächlich mit den aktuellen Serienmorden zusammen. Tess ermittelt unter Hochdruck. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt, denn eines ist sicher, der Serienmörder wird wieder zuschlagen. Darauf hat Nate McHale gewartet. Prasselnder Regen, grollender Donner und gleißende Blitze. Die Gewalt der Natur weckte eine Wut in ihm, die sich gegen alle richtete, die es verdient hatten. Schmerz war Schwäche, Wut war Macht und Rache war sein Werkzeug. Und seine Feinde würden nicht ungestraft bleiben. Grayston Lake, 14 Jahre später. Noch immer schwelen Geheimnisse, Verdächtigungen und Hass. Als das Skelett einer vermissten jungen Frau gefunden wird, zieht es Nate McHale zurück an den Ort seiner Vergangenheit. Offenbar sind die Geschehnisse von damals nicht vergessen, denn es verschwinden erneut Jugendliche. Und es wird klar, der nächste Sturm zieht auf. Die 16-jährige Andrea hofft auf eine bessere Zukunft, als sie aus Bukarest nach Spanien aufbricht. In Spanien erwartet sie jedoch nicht der versprochene Job als Putzhilfe, sondern ein Martyrium. Gleich nach ihrer Ankunft wird sie in einer kleinen Wohnung eingesperrt und unzählige Male vergewaltigt. Als sie nach einigen Wochen wie eine Ware nach Schweden weitergereicht wird, entschließt sie sich, ihrer Hölle ein Ende zu setzen und nie mehr zuzulassen, dass man ihr Gewalt antut. Sie greift zur Waffe. In einem Pariser Nachtclub werden zwei junge Tänzerinnen tot aufgefunden. Kommandant Stephen Corso findet heraus, dass sie mit einem mysteriösen älteren Maler liiert waren. Dieser Sobieski ist erfolgreich, arrogant und ohne jede Moral. Er scheint der perfekte Täter zu sein, doch er hat stichfeste Alibis für beide Morde. Je weiter Corso sich in den Fall vertieft, desto stärker drohen in Sobieskis unheilvolle Geheimnisse in den Abgrund zu ziehen. England in den 20ern. In ihrem Townhouse in Richmond sind Ishbel Christina Camperwell, genannt Blue, und ihre Familie glücklich, zumindest an der Oberfläche. Aber als Blue die junge, mittellose Delphine aufnimmt, um diese vor ihrem gewalttätigen Ehemann zu schützen, gerät Blues Familie ins Wanken. Die junge Frau erobert Blues Herz im Sturm, sie werden enge Freundinnen. Doch Delphine sorgt unbeabsichtigt dafür, dass ein gut gehütetes Geheimnis der Familie ans Licht kommt. Ist die Freundschaft der beiden unterschiedlichen Frauen stark genug für die Wahrheit? Sawyer Carlyle, CEO von Carlyle Enterprises, hat als erfolgreicher Geschäftsmann keine Zeit für eine Frau. Das sieht seine Mutter allerdings anders, denn diese versucht unaufhörlich, ihn unter die Haube zu bringen. In seiner Verzweiflung heuert Sawyer Clover Lee an, die einzige Frau, die es geschafft hat, seine Mutter zum Schweigen zu bringen. Sie soll ihn vor der Verkupplungsversuchen seiner Familie schützen. Und das geht am besten, wenn sie sich als seine Verlobte ausgibt. Das Snow Hill Hotel hoch oben in der Sierra Nevada, abgeschnitten von der Außenwelt. Ein tosender Schneesturm, 5 unbedarfte Wanderer, 4 gewalttätige Jäger, ein scheinbar harmonisches Hausmeister-Ehepaar, unsäglicher Hunger, unfassbare Gewalt, namenloses Grauen, Kannibalismus, Blut und Horror. Die Vergangenheit ist lebendiger als die Gegenwart. Und alles ist nicht so, wie es scheint. Das waren die letzten Erscheinungen jetzt im Januar. Wie gesagt, sehr viele Bücher, sehr viele Folgebände, ein paar Reihenanfänge, ein paar Einzelbände. Und für mich sind da jetzt eigentlich nur 3 Bücher interessant, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mir mal genau anschauen werde. Nämlich von Jonathan Chance, Im Spukhaus. Erscheint ja jetzt im Januar im Fester Verlag. Und das klingt sehr interessant, weil ich liebe ja alle Geschichten um Spukhäuser und Geister. Deswegen wird das auf jeden Fall auf der Wunschliste landen. Dann ein Buch, das definitiv bei mir einziehen wird, ist White Trash Gothic 2 von Edward Lee. Ist der zweite Teil, oder mittlerweile sogar der dritte Teil eigentlich, der Big Head-Reihe, aber offiziell der zweite Teil der Gothic, White Trash Gothic-Reihe, die aber die Geschichte von Big Head beinhaltet. Also ist eigentlich schon das dritte Buch zur Big Cat Story. Big Cat habe ich aber noch nicht hier.
Und was mich ebenfalls interessiert, ist Snowbone von Guido Grant. Auch das klingt sehr interessant. Aus dem Lucifer Verlag, natürlich ein Horrorroman. Der muss auf jeden Fall auch auf jeden Fall auf der Wunschliste. Diese drei Bücher finde ich interessant. Welche Bücher davon werdet ihr euch denn auf die Wunschliste setzen oder sogar kaufen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und damit war es mit dem Video. Hier fehlen noch zwei weitere Videos von mir. Die könnt ihr gerne anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich noch Tschüss. Und bis beim nächsten Mal wieder. Bis dann.